Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Gameplay mit von mir her Gameplays bei Alice Madness Return auf 4K, falls ihr es auf 4K guckt. Ja, wir haben den zweiten Seemann gerade befreit, seine Seele zumindest, und ja, wir müssen der Seele jetzt folgen und dürfen bloß nicht im Dunkeln landen. Habe ich schon mitbekommen bei der letzten Folge. Okay, komplett heilen geht nicht. Oh! Toll. Ich wusste nicht, dass die zweite Platte sich auch direkt nochmal hoch bewegt. Das war dann natürlich blöd gelaufen. Das hier war natürlich auch blöd gelaufen. Also wirklich heilen konnte ich mich jetzt nicht. Das war echt blöd. Wo ist denn das Geistseepferdchen da? Okay. Oh, das war knapp. Wo ist das Seepferdchen? Da, okay. Nicht, dass ich zu schnell bin. Okay, jetzt bin ich wohl schneller. Hui. Danke, nun bin ich wieder mit meinem Schiff vereint. Gib mir den anderen goldenen Zahn noch. Okay, super. So, der letzte noch. Beeil dich, Alice. Ah, die läuft wieder. Einfach so. Ah. Okay, ich weiß nicht, was es ist. Irgendwie liegt das am Spiel. Da läuft die wieder einfach so, ohne dass ich was drücke. Keine Ahnung, was das immer für ein Fehler ist. Dann wollen wir mal. Wirklich viel Leben haben wir nicht. Kommt drauf an, was für Gegner kommen. Bestimmt kommen jetzt irgendwie diese Kanonenkrabben noch mit dazu. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wie viele kommen denn noch davon? Das ist ja mies mit diesen scheiß Würmern. Was? Warum? Oh, blöd. Guck mal, hier gibt es wieder lauter Truhen.
natürlich mit nichts drin. Also bringt es nichts. Außer hier. Hier hat es ja nicht gespeichert gehabt. Schauen wir mal. Aua! Boah, wieso wechselt ihr immer automatisch das Ziel? Geht doch. So hat er natürlich keine Chance gegen mich. Haben Engel auch so viel Ärger? Na, ob Engel auch so viel Ärger haben, das weiß ich nicht. Viel Leben habe ich jetzt nicht. Ja, Junge, Junge, da wollen wir mal. Auf geht's. Super. Ich wusste nicht, dass da eine Rutsche ist. Oh, es geht ja direkt los. Hat mir ja kein Mensch gesagt, dass da direkt eine Rutsche ist. Was ein Mist. Boah, ich kann mich echt überhaupt null dran erinnern. Ein tolles Seepferdchen. Seepferdchen des Todes oder sowas. Keine Ahnung. Achso. Okay, es läuft extra schön langsam jetzt. Okay, ich denke mal so langsam. Yep, jetzt wird's dunkel. Wo ist das Ding? Da ist das Ding. Jawohl, jetzt sind wir wenigstens wieder voll. Hoch, geh hoch. Thank you.
Na super. Eieiei. Oh, geht doch nur. Scheiße. War denn das andere Teil? Oh Mann, ey. So ist's recht, Dern. Zurück zum Schiff mit mir. Du meine Güte, ey. Was ein Spiel. Ich danke dir, Alice. Sei so gut zu dir, wie du zu uns warst. Holt den Anker ein und dreht bei, Männer. Wir steuern gern hohe und glorreiche See. Es speichert, jawohl. Okay, nee, gibt's immer noch nichts drin, Neues drin. Gibt der da vorne mir jetzt irgendwas Neues oder so? Nö. Gut, dann gehen wir mal weiter. Gibt es hier irgendetwas für mich zu wissen? Da, mein Schlüsselloch. Dann gehen wir da wohl zuerst hin. Sonst noch etwas? Nö, ne? Hier? Ne? Ne? Ha! Okay. War doch noch etwas. Konnte man jetzt nicht wirklich erkennen, dass da jetzt sowas war. Eieieiei. Wer eine Seele zerstört, zerstört eine ganze Welt. Darin liegt viel Weisheit, Alice. Wo muss ich jetzt hin? Geradeaus? Rechts? Wir gehen mal hier hin. Ist scheinbar auch richtig. Ach so, ich verstehe. Genau, da sind wir hergekommen. Hier rechts war das Schlüsselloch. Okay, sehr gut. Okay, sonst nichts. Können wir denn jetzt mittlerweile wieder was verbessern? Wir könnten unsere Pfeffermühle aufbessern. Auf Stufe 3, so gesehen, die vorletzte Stufe dann. Die Pfeffermühle ist eine schnelle Feuerwaffe, die heftiges Niesen verursacht. Aber ich glaube, ich spare jetzt lieber für das Steckenpferd. Das ist so langsam, aber dafür wird es dann richtig stark. Das gleicht das Ganze dann so gesehen wieder aus. Oh, doch keine Videosequenz. Ich hätte jetzt gedacht.
So, vorerst mal gucken. Ist nix. Eine Rutschpartie. Dann wollen wir einmal rutschen. Yay. Hui. Oh, das war knapp. Hier nehmen wir den schwereren Weg. Hier haben wir Gegenstände. So, nach dem Motto, vielleicht gibt es ihn dann ein bisschen mehr Zähne einzusammeln, weil das schwieriger ist, der Weg. Aber scheinbar nicht. Erinnert einen so ein bisschen an Super Mario 64. Ein kolossaler Verfall. Was? Hilfe? Wie kann ich mich auch nur erinnern? Der nuckelt hier an mir. Lass mich bloß in Ruhe. Achso, das war's. Okay. Es speichert. Hinterlassen tut er nichts. Aber ist ja auch klar, der ist ja auch geflüchtet. Ich habe ihn ja nicht getötet. So, gibt's hier sonst noch was? Noch ein paar andere Truhen? Nee, gar nichts. Was ist das denn? Ein toter Fischkopf. Oh. Ganz viele Tote. Ach, bin ich jetzt wieder zurück? So gesehen? Zurück da, wo eigentlich einst die Stadt war? Die lebende? Mit diesen ganzen Fischköpfen. Huch. Oh, meine Wopar-Klinge leuchtet schön. Da darf ich was machen. Was hat sich da jetzt geändert? Bestimmt kam das Ding jetzt noch dazu. So, wir haben hier oben einen neuen Muschi. Muschel. Ab der Rinnen. Drinnen? Also manchmal ist meine Aussprache auch, lässt auch zu wünschen übrig. Keine Zeit zu verlieren! Oh, wir weh. Haben doch keine! So wär's schon wieder. Töte oder werde getötet? Okay. Yeah.
Oh, noch einer. Oh, noch mehrere sogar. Was? Ich bin tot. Warum bin ich jetzt tot? Ach, da war es sogar nochmal so ein Verfall. Du, meine Güte. Die wollen es aber wissen jetzt so langsam. Was da jetzt alles für Gegner auf einmal auf mich zukommen. Also irgendwie hat das Spiel noch so gewisse Mängel. Dabei ist es schon so alt. Wahrscheinlich deswegen. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine. Ist vielleicht gar nicht so für Windows 10 ausgelegt. Zirkt mein Ohr. Eieieiei. Das ist ja heftig. So, alle guten Dinge sind drei. Jetzt aber. Ich denke schon die ganze Zeit, es schafft es ja jetzt schon so gut. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine. Ja. Alter, wie viele denn noch? Gibt's doch nicht.
Hallo, liebes Mikrofon, Mikrofon, Mikrofon. Du, meine Fresse, ey. Keine Zeit zu verlieren! Nee, wirklich nicht. Weißt du was? Wir machen jetzt doch mal die Pfeffermühle noch mal höher. Vielleicht bringt es ja ein bisschen was. Oh, eine Drachenpfeffermühle. Ich habe zwar keine Ahnung, was sie bewirkt, aber vielleicht ist die ja besser. Stehst mir im Weg! Irgendwie bringt mir die Pfeffermühle gerade überhaupt nichts. Geht doch! Könnte man sich echt mal ein bisschen ausruhen. Gestorben, scheiße. Das gibt's doch nicht, ey. Das ist ja mal abartig, scheiße. Okay, ich würde sagen, wir sind jetzt bei 29 Minuten. Ich unterbreche das jetzt mal hier. Im nächsten Teil mache ich mal, dann versuche ich es weiter. Ich hoffe natürlich, dass ich es schaffe. Es ist ja Wahnsinn. Auf schwer zumindest ist es Wahnsinn. Ja, was soll ich dazu sagen? Keine Ahnung. Irgendwann werden wir es schaffen. Die Frage ist nur wann und wie. Auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Video. Falls es euch bisher gefallen hat, könnt ihr hier so drücken, ne? Und ansonsten könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns beim nächsten Teil. Das war Alice Madness Return mit von Nühe Gameplays als Hobby. Auf Wiedersehen. Tschüss.